Hallo MOBA-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's, ihr habt es im Titel gelesen, um den Geländebau Teil 2. Und wer Teil 1 nicht gesehen hat, ich blende hier oben nochmal Infobutton ein, da kann man draufklicken. Da geht es quasi darum, im letzten Teil, wie ich den Unterbau, das Styropor, Styrodur, Drahtgeflecht und so weiter aufgebracht habe. Im heutigen Teil geht es jetzt an den Gips. Und zwar werden die Felsen kreiert. Und anfangen werde ich hier mit dem Bereich, der quasi von Barzdorf in der Kurve hinten zur Auffahrt nach Eubern geht. Mit dem recht großen Berg. Und der ist auch sehr felsig, sehr hoch. Und mit dem fangen wir heute an. Und da zeige ich euch, wie ich das mache und so weiter. Alle Materialien oder viele Materialien, die ich dafür benutze, sind wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr draufklicken. Und da findet ihr die Produkte, die ich dafür nutze oder auch ähnliche Produkte, je nachdem, was es eben so im Handel gibt und wo es einen Link dazu gibt. Genau, und jetzt will ich gar nicht lange umschlacken. Wir gehen rüber an die Anlage und legen los. Und hier geht es jetzt los. Wie gesagt, den Styrodurberg mit Küchenkrepp beklebt. Habt ihr in der letzten Folge gesehen. Und hier ist jetzt eine kleine Mauer unten aus Naturstein hingekommen mit entsprechenden Abflüssen. Das wird natürlich alles noch entsprechend bemalt. Und der erste Stein, der erste Fels ist da schon mal provisorisch hingestellt. Und jetzt zeige ich euch erstmal kurz, wie ich diese Mauer gebaut habe. Und zwar nutze ich hier so einen ganz normalen, so einen Bleistift, so mit so einer dünnen Mine drin und Styrodur. Und jetzt geht man einfach her und ritzt mit diesem Bleistift sich diese Struktur ein, bis man passende Maserung hat, ne? Ja, und jetzt kann man quasi sehen, ne? Das ist schön dreidimensional. Und ja, hier kann man dann noch mit der Alukugel auch noch ein bisschen mit nachhelfen oder so, aber im Prinzip hat man hier eine wunderbare dreidimensionale Steinstruktur. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. So, als nächstes gießen wir jetzt mal ein paar Felsformen. Ihr seht, ich habe hier da mir so ein paar zugelegt. Sind die alle von Woodland Scenix. Und als Füllmasse nehme ich hier auch von Woodland Scenix dieses Hydrocarl Plaster. Und das wird jetzt gleich angerührt und dann da reingegossen. Die Gießform selbst habe ich vorher mit so einer warmen Seifenwasser einmal ausgewaschen und lasse die auch so in dieser Feuchtigkeit. So, das ist jetzt hier so eine verhältnismäßig dünne Masse. So wie eine Buttermilch vielleicht oder so, ne? Ich hoffe, das passt so. Ich habe die Masse selbst jetzt so auch noch nicht benutzt. Probieren wir mal aus. Und dann werden hier die Felsformen einmal ausgegossen. So. Ich gieße die mit Absicht jetzt nie ganz so voll, weil ich keine so tiefen Felsen habe, sondern die sind eher ein bisschen flacher. Und dann schauen wir mal, müssen nur die Blasen ein bisschen rausbekommen. Genau, und jetzt füllen wir hier einmal das Ganze ein und schauen wir mal, was passiert. So, das ist jetzt eingegossen, wird auch verhältnismäßig schnell fest, also hier, das kann man schon drehen, ne? Selbst das hier, also die hier so extrem dünn waren, selbst die sind schon ziemlich fest. Also das geht verhältnismäßig schnell mit dieser Masse, obwohl die wirklich so fast eine milchige Konsistenz hatte, ist das schon recht fest innerhalb von 1-2 Minuten. Ich lasse das jetzt mal in Ruhe austrocknen und zeige euch dann, wenn ich das rausbreche, ob es was geworden ist oder eben nicht. Schauen wir mal. So, ich wollte jetzt eigentlich einen Tag warten, aber ich kann es nicht abwarten und das Zeug ist verhältnismäßig fest. Deswegen probieren wir jetzt mal so einen kleinen Stein hier. Also ich habe diese Masse auch vorher nie probiert, aber das geht super. Oh, klasse. Sehr schön. Auch keine Lufteinschlüsse oder so. Das sieht sehr gut aus. Jetzt
Probieren wir den kleinen Stein noch. Auch sehr schön. Sieht auch super aus. Jetzt testen wir mal den großen Stein. Ob er uns zerbricht gleich. Das werden wir gleich sehen. Aber sieht, glaube ich, gut aus. Ah, super. Ja, geil. Schaut euch das an. Ich hoffe, man kann das erkennen. So, das ist jetzt die Ausbeute. Ich weiß, auch hier ist das Licht nicht perfekt. Aber ich glaube, man sieht so ein bisschen, was draus geworden ist. Und ja, es waren ein paar dabei. Das sind kleine Stücken eher geworden, aber die kann man auch gut brauchen als Füllmaterial. Und ein paar sind geworden, die sehen echt hübsch aus. Also ja, schauen wir mal. Was ich davon nehme, auf jeden Fall ist wichtig, dass man diese Masse dick genug macht und auch nicht zu dick. Also man muss genau das richtige Maß finden, um hier ja gute Felsen rauszubekommen. Ja, ich werde noch mal welche gießen, damit wir dann genug Felsen haben, um hier unsere Landschaft zu gestalten. Das schauen wir uns dann aber auf der Modellbahn an. Ja, und hier sind jetzt schon die ersten Felsstücke rangekommen und die Mauer unten ist quasi ja verbaut. Und damit ich hier auch gewährleiste, dass der Zug auf jeden Fall vorbeikommt, gibt es nach NEM, ich glaube 102 oder wie die heißt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, im Prinzip eine Schablone, wo man dann schaut, ob der Zug auch wirklich da überall dran vorbeikommt. Die habe ich mir auf so ein kleines altes Drehgestell gebaut und kann da genau testen, ob ich mit meinem Zug auch später mit Rollwagen an dieser ganzen Sache vorbeikomme. Und ich wollte das halt so knapp wie möglich bauen, dass da wirklich schön knapp da an diese Felsen vorbeifährt. Das finde ich immer sehr schön. Und ja, hier ist der Berg jetzt weitergegangen. Die Steine wurden immer höher und höher hier aufgesetzt und zusammenge puzzelt, sage ich jetzt mal. Hier nochmal ein bisschen ein anderer Blickwinkel da drauf und man kann eben immer noch die einzelnen Steine sehen. Ne? Das sieht man jetzt hier sehr stark, wie die einzelnen Steine hier zusammengestückelt sind. Hier nochmal auch von der anderen Seite auf den Fels drauf geschaut. Sieht man auch die Natursteinmauer unten schön, die das quasi unten abstützt. Ja, ja. Und hier sieht man jetzt, es ist verfugt. Das heißt, man sieht die einzelnen Steine eben nicht mehr als Einzelsteine, sondern den Fels als Gesamtkonstrukt. Hier auch nochmal von der anderen Seite der Blickwinkel drauf, unten die Mauer schön mit angesetzt. Hier nochmal ein bisschen weiter unten sozusagen. Hier geht es jetzt weiter. Ich habe hier meine Füllspachtel, auch die habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und die wird jetzt quasi ja erstmal auf die Steine aufgetragen. Hier nehmen wir einen, tragen hier ein bisschen von dieser Füllspachtel auf. Okay, habe ich mir noch mal umentschieden, jetzt mal einen kleinen Stein zu nehmen hier. Und ja, da kommt ein bisschen drauf, wie Fliesen verlegen ungefähr, ne? Und dann kommt der eben an die Position, wo man das hinhaben will. Und so geht man jetzt Schritt für Schritt mit den einzelnen Steinen vor, klebt die erstmal auf. Und wenn man die Steine aufgeklebt hat, dann verfugt man das Ganze wieder. Das sehen wir jetzt gleich. Und geht dann danach nochmal mit dem Pinsel drüber, verstreicht das alles ein bisschen, dass die Übergänge schön, sag ich mal, fluffig werden, ja. Und ja, und so geht man jetzt quasi vor, bis man seine Steinstruktur fertig hat. Und das würde ich sagen, lasse ich jetzt mal ein bisschen schnell durchlaufen, weil sonst gucken wir hier eine halbe Stunde zu. Das will, glaube ich, keiner. Thank you.
Und hier kann man jetzt sehen, wie ich mit dieser kleinen, ja, mit diesem kleinen Kratzwerkzeug diese Zwischenräume, die ich quasi mit Spachtelmasse aufgefüllt habe, die quasi keine Steinstruktur hat, eben nochmal ein bisschen nachkratze und ja, da eben auch versuche, eine entsprechende Steinstruktur zu bekommen. Das mache ich, wenn der Gips nicht ganz ausgehärtet ist, sondern noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eben noch nicht ganz fest ist, ja. Und das kratzt man einmal ab und dann nimmt man den Pinsel und tut den abgekratzten Dreck quasi immer wieder mal wegmachen, bis man eben die Struktur hat, die man haben möchte. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder, wie das fertige Ergebnis aussieht. Hier seht ihr jetzt den Berg, der hintere Teil von dem Berg, also der weggewendete, der ist hier noch nicht fertig, der wird natürlich noch bearbeitet, der bleibt nicht so spitz und kantig. Ja. Und hier habe ich jetzt halt nochmal so ein paar Bilder für euch, wie das fertige Ergebnis aussieht. Unbemalt natürlich auch noch, ne? Ganz klar. Also da kommt natürlich noch Farbe drauf. So, das ist jetzt hier der aktuelle Stand bis hierher. Ich habe hier jetzt nochmal das ganze Gelände ein Stück vorgezogen, denn ich habe mir überlegt, hier oben, das wird mir sonst zu knapp. Und ich will auch so ein bisschen, ja, ein Gelände schöner darstellen. Und deshalb habe ich hier die Trennung nochmal ein Stück vorgezogen, hier mit zwei Platten das Ganze verleimt, dass ich hier einen schönen Abschluss bekomme, wenn ich die Segmente zusammenstelle. Und habe jetzt hier lang mal aus Holz schon mal die Mauer angedeutet, die hier hingebaut wurde, denn hier wurde der Fels ausgeschlagen, wo der Zug durchfährt. Jetzt wäre es unlogisch, warum macht er hier den Bogen und geht nicht geradeaus, ne? Also werde ich auf dieser Seite auch dieselbe Höhe als Berg nochmal mit darstellen als Abschluss. Und genau in diesem Moment habe ich mir überlegt, was könnte man hier machen, damit es auch ein bisschen spannender aussieht, und habe mir überlegt, ich werde hier eine Brücke hinbauen, die dann ungefähr so schräg hier bis zur Anlagenkante ungefähr, die dann von hier drüben nach hier, hier wo der Holzstapel, sieht man das noch? Ich glaube schon, wird ja der Güterschuppen stehen, ja, da bei dem Holzstapel, und da müssen ja auch Fahrzeuge hinkommen. Und genauso auf der anderen Seite, wo das Sägewerk hin soll, habe ich mir überlegt, wenn hier eine Straße, die hier quasi ja endet an der Anlagenkante, könnte das wunderbar aussehen, dass der Zug durchfährt und hier eben die Fahrzeuge, die PKWs, LKWs an die beiden Standorte kommen. Ja, und von dieser Brücke weitergehend, ich habe euch noch mal ein Stück mit vorgenommen, geht es dann hier so runter und hier eben mit den Felsen, mit dem Berg dann los, ja. Und auch den habe ich hier, ja, bis hier vorne jetzt quasi so weit fertiggestellt. Hier geht er jetzt höher, ja. Das ist alles gefelsen bis da zu dieser kleinen Mauer, die darüber geht. Und dann geht es darum, das wird dann alles hier oben lang natürlich begrünt werden, ja, bis hier rum und auch hier hinten den Berg runter, dass man hier den Anschluss an diesen Wald eben bekommt wieder, dass dann hier noch so hoch geht und hier hinten eben dann ausläuft über die Anlage. Ja, und hier gehen wir jetzt noch mal ein bisschen näher an den Fels ran, und hier kann man schön sehen, dass diese Teile, also die einzelnen Stücke, die man hier ja so hat immer, ne, sowas hier zum Beispiel oder so, dass die wunderbar miteinander harmonieren, und auch von den Verfugungen her fällt das eigentlich ja nicht mehr auf, dass man hier nur einzelne Stücke genommen hat, und um diesen Felsen eben darzustellen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ja, kommt dann auch zum dritten Teil, wo es dann quasi weitergeht. Mit dem Geländebau, weitere Berge kommen dazu, oder noch ein Berg kommt dazu, und auch eine kleine Mauer kommt noch dazu. Da habt ihr jetzt schon den Anfang gesehen zu dieser Mauer, und das zeige ich dann im nächsten Teil. Für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Eure Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox, die beantworte ich wie immer gern. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gern mit einem Daumen nach oben, und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin eine schöne Zeit euch allen. Tschüss und bye bye.